Okay, das ist jetzt der Feuer, Wasser, Schlangen. Vielleicht auch der zweite Feuertempel eher. Ja, sieht sehr Feuer- und Steinmäßig aus. Aber nicht so viel Lava. Also würde ich sagen, das hier gehört offensichtlich zum Wald. Das hier würde ich sagen, ist der erste Feuertempel. Das hier war im Wassertempel, das mit den Zombies. Das hier war der zweite Feuertempel. Das hier war der Sandtempel. Ja, und die anderen werden wir ja dann noch sehen. Und der Anfang ist eben der Anfang. Und wir speichern. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe euch doch gesehen. Ihr wollt mich überraschen und umbringen. So wie so ziemlich alles. Hey, da hinten sind Echsen. Cool. Das sind immer lustige Gegner. So, wo wollen wir lang? Links? Oder rechts? Ich gehe nach links. Das sah so einzeln aus. Oh, die Möglichkeit, Bomben wieder mitzunehmen. Die nehme ich doch gerne wahr. Machen wir unsere Bombentasche mal voll. Dass wir auch für jeden Freund ein Geschenk haben. Oh, okay. Hab ich gar nicht gesehen, dass hier zu war. Na dann. Bowling! Tja. Na? Okay. Ich wurde von der Rätsel... gelöst, Melodie gestoppt. Ah! Boah! Kannst mich doch nicht so erschrecken. Oh, puh. Wow. Wie kann ich einen Gegner in Sekundenschnelle zerschnetzeln? Okay. Dann schauen wir doch mal. Hm. Stellen wir mal um. Und schon ist offen. Und ich habe hier keine Bombe, beziehungsweise ich kann keine Bombe unten benutzen. Wenn sie nicht schon da liegt. Schade eigentlich. Aber die Grabklauen sind toll. Aber wenn ich... ja. Wenn das mit den Grabklauen hier ist, dann wird das dann wohl doch eher dem zweiten Lavatempel angehören. Und das mit dem ganzen... ja, mit dem Lavafluss dann zu dem ersten gehören. So, hey. Na? Au! Hey! Du bist gemein! Lass das! Nein, ouch. Na komm, hier, links, rechts, oben, unten und tot. Die halten irgendwie auch nicht viel aus. Kann ich darüber laufen? Ja, kann ich wahrscheinlich. Will ich darüber laufen, ist die andere Frage. Oh, was zu lesen, was zu lesen. Finde die leuchtenden Steine, schlage den untersten zuerst, nur so öffnet sich das Tor. Okay, ich soll also leuchtende Steine finden. Den untersten zuerst... okay, ich renne gerade zurück. Das ist irgendwie nicht schlau. Gucken wir mal. Wo haben wir denn leuchtende Steine? Wahrscheinlich hier hinter. Das könnte doch sein. Jupp. Das ist der obere und der untere dürfte dann dort unten sein. Ah, Bowling. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Ja, so hat es nicht funktioniert. Machen wir es mal so. Ich glaube, ich gebe ihm zu viel Thrill. Also, nein! Ich selbst bin keine Bowlingkugel, danke, nein. Okay, nochmal. Das kriegen wir schon hin. Ach, von hier aus wahrscheinlich muss ich hier draufstehen. Und dann lassen wir ihn mal rollen. Na, das ist zu viel. Dauert ja ewig, bis es da ankommt. Na. So und so und bald habe ich keine Bomben mehr und das wäre dämlich. Okay. Pff, ja, das wird klappen. Ne, irgendwie nicht. Ganz knapp. Nein. Und keine Bomben mehr. Ich brauche Bomben. Muss ich jetzt echt zurücklaufen? Wisst ihr was? Ich guck mal. Ja, nee, es geht wirklich nur mit Kegeln. Oder Bowling. Na gut, dann bowlen wir halt. Oder sind hier vielleicht Bomben drin? Netterweise. Yay, Bomben. Sehr schön.
eine der wenigen Situationen, wo sich so eine Bombentasche wahrscheinlich richtig bezahlt machen würde. Aber das kriegen wir schon hin. Ey, das sieht gut aus. Ah, knapp, knapp. Na, nur ein ganz wenig justieren. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Wuhu! So, nun gut, das kann ich jetzt einfach anschießen. So. Nummer 1. Und 2. Und die Tür öffnet sich nicht. Warum das? Hm. Gehen wir mal selbst runter. Ist hier irgendwas? Nö. Nur was zum wieder rauskommen. Okay. Gibt's hier oben irgendwas Interessantes? Außer, was zur Hölle, warum ist da so viel Bambus? Hm. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Komisch, ich habe beides angeschlagen und es hat nicht funktioniert. Kann ich das hier mit zerschlagen? Nein, kann ich nicht. Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Muss ich ehrlich zugeben. Nochmal. Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Vielleicht soll ich es wieder anmachen. Das wäre zwar komisch, aber... Nö. Das wäre wirklich komisch. So soll es zumindest nicht sein. Aber es hat sich auch nicht irgendwie die Melodie für "Hey, du hast dein Rätsel gelöst" ergeben. Hm. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist eben... Wow. Ja. In die Lava springen? Nein. Nicht in die Lava springen, Link. Bitte nicht. Ist eben nach unten kommen. Also jetzt hier lang rennen und... Ah, das ist gar nicht so einfach. Aber davon kriege ich schon Leben abgezogen, oder? Das wäre komisch, wenn nicht. Wow. Okay. Also ich komme hier hin. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Also muss es irgendeinen Sinn haben. Gucken wir mal. Was könnte ich denn von hier oben machen? Hm. Ah, was ich machen könnte, ist zumindest das hier oben mal... Befreien! Zack. Und... Interessant! Cool. Nochmal. Bäume müssen weg! Das war komisch. Und nochmal. Cool, ich kann auch einen Lichtstrahl machen mit dem Stich. Ist ja geil. Wusste ich gar nicht. So. Ist das da eine Bombe? Ja, ist eine Bombe. Hm. Wie hilft mir das? So, jetzt machen wir hier noch drüben nochmal alles weg. Ah, okay. Ich sehe, was von mir gewünscht wird. Es gibt anscheinend noch eine dritte. Ja, einen dritten leuchtenden Stein. Offensichtlich. Zack, rein da. Genau. Na, dann aktivieren wir den halt auch noch. Zack. So, jetzt aber. Das Tor öffnet sich. Sehr schön. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Gut, was ist hier? Ah, gut, die Möglichkeit, weiter nach unten zu gehen. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier mal auf. Das wäre dann die typische berühmte Abkürzung. Zack.
Geh weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. So. Ah, interessant. Ich muss das also hier noch weiter schießen. Nein. Wachse, wachse. Los. Bomben. Wachse. Ah, ich war zu nah. So, jetzt schnell, schnell. Schnell. Funktioniert. Sehr schön. Okay. Und dann würde ich sagen, haben wir das Rätsel doch gelöst. Jetzt nochmal in die andere Richtung. Und schon kommen wir weiter. Sehr schön. Ich muss sagen, der Dungeon gefällt mir. Also diese Rätsel-Einstellungen sind immer ganz gut. Ich habe ja ein bisschen bemängelt, dass das Spiel ein bisschen zu leicht ist und sehr wenig Rätsel hat, aber hier holen sie ganz schön viel wieder auf. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, dann können wir jetzt hier weiter. Schädel. Und hier rein. Wie ein Maulwurf graben wir uns weiter. Oh nein. Lava? Ach so. Gegner. Okay. Schon gedacht, Lava. Nee, aber zwei von den Würmern sind ganz schön... Au. Fies. Ja, komm mir ruhig nah. Ist gemein. Böser Wurm. Deswegen hau ich dir an deinen Hintern. Ja, ja. Wer böse ist, der kriegt den Hintern versohlt. Zack. Nochmal. Na, komm hier hoch. Nein, 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 nein. Knapp. Und zack. Das war's für dich. Gut, der erste Wurm ist mal weg. Und die sind ganz schön lang geworden inzwischen. Cool. Da massiert man ja den Wurm eher, wenn man gegen das andere gegenschlägt. Klar, frontal. Na, ich bin langsam. Ich bin zu langsam. Kannst du mal aufhören mit Folgen? Geh. Ja, genau, in die andere Richtung. Schön. Und. Nein. Ach, ich bin falsch rum. Okay. Jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert hat. Schön immer dahinter bleiben. So. Vernichten wir ihn. Komm schon, jetzt. Schnell. Ja, der ist ganz schön fix. Wenn er nur noch... Ja, ein Leben hat quasi. Kurz vor dem Tod steht. Bäh. No. Oh. Der ist dann kurz betäubt. Das hätte ich ausnutzen sollen. Schade. Ey, das machen wir nochmal. Komm. Okay, wenn du nicht willst. Dann spiel halt nicht mit mir. Dann spiel ich auch nicht mehr mit dir. Und schon ist wieder alles offen. Gut. Würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter. Wäre auch dämlich, wenn wir wieder zurückgehen würden. Wuhu! Hey! Sehr schön. Die Möglichkeit, nochmal was zu verschieben. Nicht schlecht. Aber wir könnten doch, glaube ich, noch in den vorletzten... Nee, das ist nicht der vorletzte Raum, den wir besuchen können. Gucken wir mal auf die Karte. Genau, ich könnte jetzt einfach noch nach oben gehen. Und hier oben ist ein Schatz. Ein Schatz hört sich jetzt erstmal ziemlich gut an. Außerdem, wenn das hier der Schlüssel ist, dann können wir hier weiter. Also, behalten wir mal in Erinnerung, dass wir hier wieder alles verändern können. Und gehen einfach erstmal weiter. Das hört sich nach einem Plan an. Yay, eine Fee. Die kann ich gerade gebrauchen. Ich habe nicht zufällig eine leere Flasche. Nein, ich habe ganz alles andere als eine leere Flasche. Ich habe nur einen leeren Köcher. Wow, das sieht gut aus. Göttlicher Schild. Nein, ich will den nicht ablegen. Göttlicher Schild. Dreimal Herztrank SV, ein Rüstungstrank Notfallfee und eine Herzmedaille. Das ist doch eine gute Ausrüstung. Na dann, gucken wir mal in den nächsten Raum.